In der Mitte des 10. Jahrhunderts erholte sich Byzanz. Randgebiete wurden eingegliedert, gegen Muslime gab es Erfolge. Diese Epoche der Eroberungen begann 960-61 mit der Rückeroberung Kretas. Damit war die Ägäis wieder unter byzantinischer Kontrolle. Auch dynastische Probleme wurden gut gelöst. 963 heiratete die Kaiserwitwe Theophano Nikephoros II. Phokas, den Eroberer Kretas. Unter ihm ging die Expansion voran. 969 allerdings fiel er einer Verschwörung zum Opfer. Unter Kaiser Johannes Zimisces stießen byzantinische Truppen nun bis nach Palästina vor. Bulgarien wurde dem Reich einverleibt. Der folgende Basileus II. Hatte einen schwierigen Start. Seine Regentschaft war ein Höhepunkt. Er hatte anfangs mit Aufständen zu kämpfen, konnte dann aber die Position des Reiches ausbauen. Mit den Fatimiden in Ägypten wurde ein Vertrag geschlossen, der die Interessensphären in Syrien und Palästina absteckte. In Italien konnten die Besitzungen noch gehalten und konsolidiert werden. An eine Rückgewinnung Siziliens war gedacht, sie konnte aber nicht in Angriff genommen werden. Die Zeit Basileus II. Gilt als Höhepunkt der Machtentfaltung des Byzantinischen Reiches. Allerdings waren seine Gegner schwach. Das Kaisertum verlor dann im 11. Jahrhundert seine Durchsetzungskraft. Der Adel gewann an Macht. Mehr oder weniger geriet Byzanz vom Höhepunkt unter Basileus II. Innerhalb einer Generation in einen Zusammenbruch. Byzantinische Chronisten stuften die Kaiser nach ihm als unfähig ein. Innere Unruhen folgten. In dieser Zeit, dem 11. Jahrhundert, trat auch eine neue Macht im Osten auf, die Seldschuken. Sie kamen aus Zentralasien und drangen in die Ostprovinzen ein. Nur zaghaft verliefen Gegenmaßnahmen an, bis es schließlich fast zu spät war. 1071 wurde Kaiser Romanus IV. Bei Manzikert geschlagen und geriet in Gefangenschaft, als zweiter Ostkaiser überhaupt. Die Invasion der Seldschuken ist der erste große Angriff von außen seit der arabischen Expansion im 7. und 8. Jahrhundert. Sie ordnet die Verhältnisse im Orient neu.